Transportradproduktion in Sachsen ein Zukunftsfeld. Da hatte ich große Bedenken und habe mir bis vor einer halben Stunde auch überlegt, wie kannst du nun Produktion in Sachsen, also neue Industrie beginnt, Arbeitsplätze, überall werden Lastenradproduktionsstätten entstehen. Wie komme ich da drum rum? Wie komme ich auf die Anwendung? Wie komme ich auf unser Lastenrad, auf unser iBullet? Und da fiel mir dann eben folgende Sache zu ein. Ich habe früher im Schweinezüchterland Südoldenburg gelebt, in Kloppenburg. Dort gab es 1980 drei funktionsfähige Kornwindmühlen, wohlgemerkt. Und ich habe damals einen Rotor auf dem Dach meines Vaters angebracht, angeleitet von einer losen Zettelsammlung. Wir starten mit Windenergie. 82. Dafür wurde natürlich ausgelacht und diese absurde Maschine auf dem Dach meines Autos meines Vaters war natürlich auch nur ein Lacher. Hätte man damals gefragt, welche Impulse gibt denn nun diese Windindustrie, die du da auf dem Dach hast, für die Beschäftigung in Niedersachsen? Ist ein sehr frühes Stadium und ich glaube auch, dass man merkt, wie viel Herzblut, Idealismus da dranhängt bei den Leuten, die produzieren, dass das eine Frage ist, die ich nur in Ansätzen beantworten kann. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, einige haben sie schon gehört. Und zwar beginne ich mal in Asien. In Asien ist das Lastenfahrrad ja eigentlich Standardtransportmittel, also sowohl für Güter als auch für Menschen. Das sieht man, sobald man sich so eine Stadt vorstellt, sieht man zu 70% Zweiräder, Roller, elektrische Roller, Dreiräder, Rikschas. Und da ist uns als Thema vor allen Dingen ein Projekt ins Auge gefallen, dass nämlich die Republik Philippinen 500 Millionen US-Dollar bereitstellt von der Bank of Schlag mich tot. Das Projekt heißt Market Transformation through Introduction of Energy Efficient Electric Vehicles. Diese Investitionen tätigen die Philippinen nicht etwa nur zur Verbesserung der Luftqualität, sondern sie erhoffen sich 80 Millionen US-Dollar Ersparnis an Erdölimporten, vor allen Dingen aus den USA. Das ist ja mal ein Programm, was eine gewisse Größenordnung hat, um alternative Mobilität zu fördern. In diesen Megacities kommt man insgesamt zur Einsicht, dass weder der Individualverkehr noch das innerstädtische Transportwesen mit Pkw, Lkw zu bewältigen sind. An dieser Stelle möchte ich bescheiden darauf hinweisen, dass eins unserer elektrischen Bullets sich bereits in Singapur befindet. Ich bete als Produktionsmitarbeiter darum, dass es läuft in Singapur und keine Macken kriegt. Und wir beten natürlich auch darum, dass nicht bald hunderte dieser iBullets aus China auf unseren Markt dann unerwartet kommen. Ein Markt für die hier hergestellten Elektrolastenräder oder auch deine Lastenräder, denke ich, ist in China oder also in China, Indien nicht zu erwarten. Ich hatte vor einigen Monaten einen Investor in Berlin auf unserem Gelände im EUREF Campus und er sagte, als er 4.000 Euro hörte, 2 cars. Also da können wir nicht ganz mithalten. Jetzt kommt aus Asien, komme ich auf Europa. Am Beispiel Kopenhagen, ähnlich wie du. Ich habe etwas andere Zahlen. Und zwar habe ich hier, also auf 500.000 Einwohner, 19.000 Lastenräder. Das würde bedeuten, in Deutschland, in Chemnitz, dass 9.200 Lastenräder das Straßenbild prägen würden. Vielleicht können Sie mir sagen, wie viele es bis jetzt sind. Ernsthaft, ich bin das erste Mal hier. Was würden Sie schätzen? Wie viele Lastenräder? Hat jemand schon mal ein Lastenfahrrad in Chemnitz gesehen? Ja, also jetzt mal 50. Also ich weiß, dass es zumindest eins geben muss. Bitte? Die Post hat ja schon mal welche. Die hat welche. Ja gut, dann haben wir schon mal vielleicht 50 vielleicht Stück. Vielleicht so an die 20 oder so. Ja. Und das geht auch nochmal ganz deutlich in den Kollegen rüber. Ich glaube so, ich habe mit Marken sowas nicht viel im Kopf. Das ist nicht da, wo ich herkomme, beruflich. Aber ich glaube, jedes verkaufte Lastenfahrrad schafft Bewusstsein, da gibt es eine neue Möglichkeit. Das heißt dann wirklich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn ihr mal 20 Stück laufen, werden vielleicht wirklich irgendwann 9.000 verkauft sein. Und dann kann man vielleicht davon sprechen, dass in handwerklicher, also in kleinen und mittelständischen Unternehmen diese Räder hergestellt werden. Vielleicht auch einmal wieder die Rahmen, denn die Rahmen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber unsere Rahmen sind entworfen in Dänemark von einem Typen, der so nach Christiana passt, also ein
jemand, der auch aus einer alternativen Szene kommt und versucht, auf einem hohen Level diese Rahmen in Thailand fertigen zu lassen. Aber Rahmenbau ist bei dir, glaube ich, auch kein Thema, nicht? Oder ist das schon so weit, dass in Sachsen die ersten Rahmen vollautomatisiert aus dem 3D-Drucker dann doch wieder konkurrenzfähig? Das wäre denkbar. Also irgendwann wird dann vielleicht werden wieder in Sachsen oder in Deutschland Rahmen produziert. Im Moment sind die Menschen da im Osten nach 30, 40 Jahren Erfahrung auch besser als wir im Rahmenbau, so wie ich aus der Szene höre. Wenn man das 40 Jahre macht, Aluminiumrahmen, dann sind die einfach ziemlich gut. Ja, jetzt kommen wir auch zu ein paar Gründen nochmal zum Einsatz von Lastenrädern. Da hast du mir netterweise schon einige Dinge vorweggenommen. Also Luftverschmutzung natürlich durch Verbrennungsmotoren, der Verkehrsflächenbedarf, keine Parkplatzprobleme. Das Verhältnis Fahrzeuggewicht-Nutzlast ist um den Faktor 100 besser. Und außerdem, ich schreibe es eben, dokumentiert das Lastenfahrrad sehr anschaulich. Also ein Statement zur Schonung unserer Ressourcen und ein aktives, sportliches Lebensgefühl im Gegensatz zum 8-Liter-Auto mit dann einem Päckchen drin, was 100 Gramm wiegt, was dann zur Post gefahren wird. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich auf unser Projekt zu sprechen kommen, was unsere Firma sehr maßgeblich mit auszeichnet. Ein Projekt, was durchs Bundesumweltministerium gefördert wird und wurde. Begleitet durch das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt. Jetzt könnte man dieses Foto zeigen. Also im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums sind 42 elektrische Lastenräder bei 9 städtischen Kurier- und Expressdiensten installiert worden. Das Gründe dafür sind natürlich, dass das Bewusstsein für eine klimafreundliche City-Logistik geschaffen werden soll. Wir können mit diesen Rädern 100 Kilo transportieren, das war auch die Anforderung. Das Projekt hat im Juli 2012 begonnen und wird noch bis Juli 2014 dauern. In Berlin oder Nordrhein-Westfalen? Dieses Projekt, ich weiß es selber, weil ich die Fahrer damit warte. Und zwar warte ich die Fahrer in München, München, Düsseldorf, Bremen, Hamburg und Berlin. In Berlin stehen zum Beispiel 14 dieser Bullets, die etwa 8 Wochen im 8-wöchigen Intervall einen Service kriegen, dass also die Elektrik überprüft wird, Batterien. Und dazu ist natürlich zu sagen, dass das die erste große Studie ist zum professionellen Einsatz elektrischer Lastenfahrräder in Innenstädten. Und wir sind auch eigentlich die erste Firma, die in diesem größeren Umfang mit Lastenfahrrädern, Kurierdiensten zur Verfügung steht mit ihren Fahrrädern. Die Herausforderung an das Transportfahrrad waren natürlich die Bremsen, was ausschließlich spezielle hydraulische Scheibenbremsen waren, verstärkter Rahmen, verstärkte Speichen. Wir haben Laufleistungen einzelner Fahrer bis 2000 Kilometer pro Woche. Das tracken wir mit einer App auf dem iPhone, die man dann also auf einer Karte nachlesen kann. Also zwischen 90 und 120 Kilometer ist die Leistung, die Kuriere auf diesem Fahrrad bringen. Die sagen so, ich kann auch ohne Motor, aber nur 3 Stunden, dann wird mir das zu viel. Das ist die Größe, die ich von den Fahrern höre. Mit Akku fahren die von morgens 8 bis abends 18 Uhr. Es sind natürlich in diesem Projekt extreme Witterungsbedingungen getestet worden. Das betrifft dann Reifen, es betrifft die Batterien, betrifft das Laden der Batterien. Da haben wir Erkenntnisse. Wir haben schnell die besten verfügbaren Reifen installiert. Da gab es natürlich Probleme bei solchen Laufleistungen, die eigentlich ein Auto macht. Es waren dann unplattbare Reifen von einer Firma hier. Wollte man nicht nennen jetzt. Naja, und was kann man dazu noch sagen? Also unsere Erkenntnisse sind, dass die Kurierdienstunternehmen zum einen bei Großveranstaltungen in Berlin oder Dresden, wenn Straßen gesperrt sind, oft die einzigen sind, die noch durchkommen, dass sie schneller liefern können. Wir haben eine Transportgeschwindigkeit, ich weiß es zufällig aus London, von 5 km/h. Und die Dinger sind schneller als 5 km/h, die fahren dann im Schnitt 17 bis 20 km/h. In der Spitze fahren sie natürlich offiziell 25, einige sind ein bisschen drüber, im Unterstützungsmodus.
Da möchte ich auch jetzt dann kurz drauf eingehen. Wir haben ein neues Projekt, was in der Entstehungsphase ist. Und zwar wollen wir dieses Fahrrad auf 45 Stundenkilometer beschleunigen. Ich habe einen ersten Versuchsträger auch hergestellt. Ich finde es sehr schnell 45. Vielleicht einigen wir es auf 35. Also die Forderung der Kuriere, wahrscheinlich auch von DHL und der Post ist, wir wollen noch schneller sein. Wir wollen dann eben, also wie so ein Autoscooter durch die Innenstädte mit unseren Fahrrädern. Und den Autos dann auch in der Geschwindigkeit endgültig das Zepter aus der Hand zu nehmen. Ist ein Projekt, was gefördert wird durchs Bundeswirtschaftsministerium, auch wieder in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt, mit der TU Dresden und der Binova, einem neuen Fahrradzulieferer aus Dresden. Ja, das war jetzt also das Projekt. Ich ersetze ein Auto. Ich wollte jetzt an der Stelle eigentlich auch nochmal so ein schönes Beispiel hervorheben, wie du das mit diesen Kilowattstundenrennen hast. Das finde ich total wichtig, weil dieses Kilowattstunde, Amperestunde, Coulomb und Wattstunde und Joule und Liter Benzin, diese Größen, mit denen können viele halt im Bereich Elektromobilität noch gar nicht gut umgehen. Ich habe ein Beispiel, das Päckchen mit dem Auto zum Briefkasten, das kann man mit dem E-Bike 400 Mal günstiger machen, energetisch. Das bedeutet zum Beispiel, dass sogar der Vergleich, ich fahre doch mit Muskelkraft und fahre doch noch ökologischer, nicht mehr stimmt. Das bedeutet, 20 Kilometer Fahrradfahren verbraucht mehr Geld, am Beispiel von Käse übrigens. Ich glaube, es waren irgendwie 50 Gramm Käse oder 60 Gramm Käse, die man dann braucht, um 20 Kilometer Fahrrad zu fahren. Das lässt sich sehr leicht nachrechnen. Und die 20 Kilometer sind halt mit einem E-Bike energetisch, also das Zauberwort ist ja auch bei euch jetzt Energieeffizienz, nicht mehr sparen, 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 sondern Energieeffizienz, so günstig beim E-Bike, dass ich also die 20 Kilometer für, weiß ich nicht, 1 Cent Strompreis bekomme und der Käse würde halt entsprechend dann schon mag. Die Frage des Käses. 1,50 Euro kosten, um diese Strecke zu bewältigen. Wir haben ja das grundsätzliche Problem in der gesamten Elektromobilität, dass 1 Liter Benzin 11 Kilowattstunden enthält an thermischer Energie. Das würde bedeuten, wenn man es mal umgekehrt sieht, hätte ich ein Fahrrad mit einem Kilo Benzin pro Elektrofahrrad, könnte ich mit dem Fahrrad wie weit fahren, mit dem Elektrofahrrad, wenn ich die Energie nutzen könnte? 4000 Kilometer. Mhm. Das ist wirklich wahr. Das liegt daran, dass das Verhältnis an Nutzlast beim Fahrrad, das Fahrrad wiegt vielleicht 25 Kilo. Wir haben mittlerweile Energiedichten im Kilo, ein Kilo Akku von bis zu 2000 Watt, so die Spitzenleistung, die ich jetzt kenne. Und da ist, glaube ich, eine Menge Zukunft drin in der Konstellation. Leichtes Fahrrad, Elektromotor mit 90% Effizienz und eben höheren Akkukapazitäten. Nochmal kurz zu dem Fahrzeug unserer Firma. Wir haben also Gewicht 45 Kilo bis 48 mit Akku. Wir haben ein Gesamtgewicht bis 250 Kilo. Also Fahrer plus Zuladung, Höchstgeschwindigkeit 25. Wir können es aber offen schalten für Privatgelände. Also wenn wir eine Firma hat und möchte damit die Kugellager durch die Gegend kutschieren, können wir es auf 32 offen machen. Schon in der jetzigen Version. Gegen Unterschrift. Ich benutze das nur auf Privatgelände. Und vielleicht ist noch ein bisschen zu sagen zum Produktionsstandort in Sachsen, wo wir ja im Moment 5 Mitarbeiter beschäftigen, dass dort zwar Teile verbaut werden, die nicht alle aus Deutschland kommen, aber dass diese Teile eine Wertschöpfung erleben vor Ort, dass wir also Stecker austauschen, wir knipsen dann die Stecker aus dem Osten ab und machen deutsche Modellbaustecker dran, die das Dreifache aushalten. Wir haben eine eigene Akkukonfektionierung, wo wir das Akku in der Größe genau bestimmen können. Wir lassen Akkus anfertigen bis 64 Amperestunden. Das sind dann 2 kW Energiemenge. Moped im Vollgas eine Stunde hat man dann an Bord, was ja schon mal eine ganze Menge ist. Also wenn man sich das vorstellt,
Ja, und die Gründe für unseren Produktionsstandort, da fällt mir noch ein, dass wir natürlich von der Sächsischen Aufbaubank ein Förderprogramm in Anspruch genommen haben, ein kleines, was uns ein bisschen geholfen hat, die gewaltigen Investitionen. Wir haben also eine riesige Halle angemietet, wir haben große Büroräume angemietet, wir haben 5 Leute eingestellt. Und da soll ich nochmal auch hier an die Politik nochmal richten, dass der Verwaltungsaufwand für so eine ganz kleine Firma doch so groß ist, dass es sich bald gar nicht mehr lohnt, diese Anträge zu stellen, weil Monate vergehen und nicht weiter produziert wird, weil nur noch Leute an den Anträgen sitzen. Und dann kommt irgendwann nach einem Jahr ein paar tausend Euro und das war alles schon wieder gar nicht mehr so sinnvoll. Also es müsste für kleine Unternehmen... BMW hatte als, mein Bruder sagt mir, wir haben im Krankenhaus 2 Leute, die kümmern sich um Anträge, nichts anderes. Und wir haben halt nicht jemanden in der Firma, der sich um Anträge kümmert. Das hat BMW vielleicht, wir haben das nicht. Und dann vergeht sehr viel Zeit und man macht doch natürlich Fehler in diesem AZK, AZA, Antrag Ausgaben auf Ausgabenbasis und die Formulare und die Gesamtvorhabensbeschreibung, wie nennt man das, die Finanzpläne, das ist sehr viel gewesen, auch im neuen Projekt. Wir haben natürlich günstige Mieten, da wo wir jetzt sind. Wir sind in der Nähe von Glashütte, wir dürfen Glashütte sagen, ist aber eigentlich ein Vorort von Glashütte, Schlottwitz. Und dann möchte ich noch erwähnen, dass wir eben in einem Gebäude sind, mit einem eigentlich aus dem Schwabenland kommenden Automobilzulieferer. Und in diesem Unternehmen ist eine neue Firma gegründet worden, die Binova. Die Binova entwickelt einen neuen Mittelmotor in Zusammenarbeit mit uns. Und wir haben vor, diesen Motor in unser Bulle zu implementieren. Und wir warten im Moment eigentlich darauf, dass dieser Motor lieferbar wird. Das hat der Motor hier vorne im Rad hat eigentlich den Vorteil nach meiner Meinung, dass er fast unkaputtbar ist. Es ist eine permanente rechte Synchronmaschine. Das heißt, der bewegt sich eigentlich nicht mehr als in Ihrem eigenen Fahrrad. Das ist nur anders aufgebaut. Das einzige Teil, was verschleißt, sind die Lager. Diese Motoren sind, also 100 Stück sind auf der Straße. Von 100 Motoren hatten wir, glaube ich, 1 oder 1,5, die irgendwie nicht mehr so wollten. Und ansonsten tauscht man da nur das Lager am Motor und hat keine Reparaturen. Ja, und die Löhne sind auch ein bisschen günstiger in Schlottwitz als in Stuttgart. Das war sicherlich auch noch ein Grund, hier nach Sachsen zu gehen. So, Punkt 5, unsere Ideen und Anregungen für die Politik. Also nach meiner Auffassung brauchen wir für die Wiederbelebung, also Renaissance des Lastenrades in Deutschland, ähnlich dem EEG, einen Willen der Politik, diese neuen Mittel der urbanen Mobilität zum Durchbruch zu führen. Also etwas, was so neu ist, also was... Ich habe erzählt, wir haben winzige Verkaufszahlen, wir haben fast noch keinen Markt für Lastenräder, geschweige denn für elektrische Lastenräder. Da muss also nach unserer Meinung geholfen werden, diese Dinge ins Bewusstsein der Menschen zu bekommen. Ob das Lastenfahrrad ein Zukunftsfeld wird, liegt daran, wie sehr die Bevölkerung die neuen Möglichkeiten dieses Transportmittels begreift und annimmt. Das hat er auch schon gesagt, Transportfahrzeug für Familien und Kinder, Autoersatz für den Großeinkauf, Fahrzeug für Kurierdienste, unser Beispiel, ich ersetze ein Auto, Fahrzeug für Handwerker. Umgesetzt ist da bereits bei uns jemand, ein sehr interessanter Mensch, kann den Namen nicht nennen, ist ein Kunde, der stellt Schilder auf für Fahrradwege und hat sich, glaube ich, für 250 Kilometer Akkus einbauen lassen. Das hatten wir noch nie. Also dieser Herr stellt Fahrradschilder auf mit unserem iBullet. Nicht? Dann gibt es einen Schornsteinfeger im Ruhrgebiet, der mit diesem Ding Schornsteine reinigt. Dann gibt es einen Tischler. Dieses Tischler-Video findet man auch bei Deutschen Welle. Der spricht sehr schön, wie er morgens so an der Siegessäule entlangkurft und sagt dann, das gibt mir noch so einen schönen Moment, statt im Auto mit dem Lastenfahrrad die Kunden zu bedienen. Und es gibt einen Baumpfleger, der also mit dem Lastenfahrrad seine kleinen Sägen oder vielleicht auch eine Motorsäge transportiert und die Bäume in Parks betreut. Wie kann es gelingen, dass sich ähnlich wie in Kopenhagen und teilweise auch schon in Berlin ein neuer Trend zum Lastenfahrrad in ganz Deutschland entwickelt?
Um die Bevölkerung von den Vorteilen eines Lastenrades zu überzeugen, hat die Politik nach meiner Meinung zwei Möglichkeiten. Erstens, durch den Einsatz von Lastenrädern für staatliche Dienste der Städte und Kommunen. Beispiele: Pflege, Parks von Bäumen, Säuberung der Straßen und Parkanlagen, also so ein Müllsammellastenfahrrad, was ich da schon gehört habe, finde ich eine gute Idee. Ich habe auch schon gesprochen mit den Leuten in Berlin, die sind noch am Zögern, verhalten interessiert. Das Einsammeln von Problemabfällen, man schafft ein tolles Bewusstsein, wenn wir sagen, wir können mit einem Lastenfahrrad die gesamte Stadt Chemnitz von Quecksilberbatterien befreien. Nicht nur, dass das Ding dann die Dinger abholt, da passen ja viele rein von diesen giftigen Zellen, sondern auch die Menschen würden dann sehen auf dem Fahrrad, wir tun was, was doppelt in die richtige Richtung geht. Ja. Und dann habe ich hier noch Fahrzeug für Stadtverwaltung, sie können dann ihre Akten auch hin und her transportieren und Druckaufträge. Der Staat hätte so eine Vorbildfunktion und würde zur Nachahmung anregen. Die zweite Möglichkeit, wie im Ich-ersetze-ein-Auto-Projekt geschehen, bedeutet, dass der Staat in Pilotprojekten direkt in die Privatwirtschaft hineinfördert. Und zum Beispiel, wir haben jetzt so Zusammenschlüsse von Buchgeschäften, die am selben Tag ausliefern wollen, die sagen, Amazon macht am nächsten Tag, wir machen an diesem Nachmittag, wir können mit einem Fahrrad in Tübingen, Firma heißt Osiander, machen glaube ich 40 Millionen Umsatz, wir liefern nachmittags. Sie bestellen in Tübingen ihr Buch vormittags und wir liefern aus bis 16 Uhr. Ob das alles sein muss, weiß ich auch nicht. Aber, aber sie können das eben und sehen dann auch auf dem Fahrrad eben den Namen ihrer Firma stehen und dass eben weitere Kurier- und Postdienste umsteigen auf Lastenfahrrad. Das kann man fördern und sagen, ihr kriegt jetzt mal ein Lastenfahrrad, dann habt ihr eins, dann benutzt ihr es und dann kann man es sehen. Ja, schon. Ja, jetzt kommt noch ganz kurz, das war es auch dann als Schlusslacher hier. Wir warten mal auf den Altmaier. Ach, der Altmaier, den habe ich ganz vergessen, glaube ich nicht. Also ich habe schon an einer Stelle geschrieben, dass das gar nicht so einfach ist, unser Fahrrad zu fahren. Es hat nämlich so eine Schubstange. Man kann das Vorderrad nicht sehen, muss sich daran etwas gewöhnen, aber der Altmaier, der hat das probiert und der hat das auch eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Also, das ist auch ein echtes Foto. Ich weiß nicht, ob das andere noch besser hinkriegen. Das wollte ich eigentlich fragen mit dem Lastenrad. Nein, ein bisschen Schwierigkeiten. Der eine Fuß ist nicht auf dem Pedal noch nicht. So, jetzt kommt noch mal zu den Autos zurück. Lächelt. So, Aufklärung der Bevölkerung über Elektromobilität im Zweiradbereich. Es besteht ein gewaltiger Aufklärungsbedarf über die neuen Möglichkeiten von E-Bikes und Lasten-E-Bikes. Dafür reicht ein Hinweis auf deren Existenz nicht aus. Unsere neuen Konzepte zur Mobilität wollen erklärt werden.